Herzlich willkommen in Reau, hier vor St. Jobst. St. Jobst ist das älteste Gebäude unserer Stadt. Die Kirche hat drei große Stadtbrände unbeschadet, zumindest äußerlich, überstanden. Wir feiern in diesem Jahr den 550. Geburtstag der Gemeindegründung. Damals hat der Magistrat der Stadt beantragt, dass Reau eine eigenständige Kirchengemeinde werden soll. Der Bischof von Bamberg hat zugestimmt. Das Gebäude selbst ist deutlich älter. Seit über 550 Jahren kommen Menschen in diese Kirche, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, um zu beten, Gott zu loben und zu danken, zu bitten, aber auch um ihre Klage vor Gott auszubreiten. Sie zu Hause und die Besucher heute Abend sind herzlich eingeladen, so wie sie sind, St. Jobst zu besuchen, Gottesdienst zu feiern, so wie sie sind, mit dem, was sie mitbringen. Herzlich willkommen in Reau, herzlich willkommen an St. Jobst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen in St. Jobst. Herzlich willkommen zu Hause zu unserem Gottesdienst. Viele Fragen gehen mir durch den Kopf. Vieles lässt mich unruhig sein. Was hilft mir?
Der Wochenspruch aus dem Buch des Propheten Jeremia gibt uns eine Antwort. Heile mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Aber wir leben in der Spannung zwischen dem, was uns zugesagt ist, und dem, was wir oft auch erleben. Gott schenke uns in diesem Gottesdienst seinen Geist der Zuversicht, der uns heil macht. Erheben uns und werden stille zum Gebet. Ewiger Gott, lieber himmlischer Vater, dein Wort ist ein Licht auf unserem Weg.
Du umgibst uns mit deiner Liebe und rufst uns in deine Nachfolge. Wir kommen heute zu dir, um dir nahe zu sein. Alles bringen wir vor dich, was uns bewegt und nicht zur Ruhe finden lässt. Heile unsere Herzen, wo wir verwundet und verletzt sind. Wir danken dir, dass du uns Jesus Christus, den Heiland der Welt, gesandt hast. Er gibt uns den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Verwandle durch deine segnende Gegenwart unsere Last in Frieden. Herr, segne du diesen Gottesdienst durch deinen Heiligen Geist. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Im Markus-Evangelium im 2. Kapitel, die Heilung eines Gelähmten. Und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag.
Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber da einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denket ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, Christus. Gemeinsam bekennen wir nun unseren christlichen Glauben, auf den wir getauft sind. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Versucht mich umzuwerfen, ich bleib hier bestehen, sind nicht der besten Grund. Steht das Wasser bis zum Hals, alte Lasten wollen mich verfolgen, habe ich keine Angst, sind nicht der besten Grund. Mögen Berge zusammenfallen, halte ich mich ganz fest an mir, Gott, und auch alle Wasser niedergehen, ja, dann tanze ich im Regen, denn ich hab festen Grund. Ich seh schon das Morgenlicht und ich spüre schon die große Freude dort am Horizont. Mein Glaube besteht ganz fest. Mögen Berge auch zusammenfallen, halte ich mich ganz fest an mir, Gott. Und auch alle Wasser niedergehen, ja, dann tanze ich im Regen, denn ich hab festen Grund.
Jesus, hast du festen Stand, bau nicht dein Haus auf losen Sand. Freu dich und klatsch jetzt in die Hand, wir stehen auf festem Grund. Mit Jesus hast du festen Stand, bau nicht dein Haus auf losen Sand. Freu dich und klatsch jetzt in die Hand, wir stehen auf festem Grund. Mit Jesus hast du festen Stand, bau nicht dein Haus auf losen Sand. Freu dich und klatsch jetzt in die Hand, wir stehen auf festem Grund. Mögen Berge auch zusammenfallen, halte ich mich ganz fest an dir, Gott. Und auch alle Wasser niedergehen, ja, da tanze ich im Regen. Mögen Berge auch zusammenfallen, halte ich mich ganz fest an dir, Gott. Und auch alle Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Epheserbrief, Kapitel 4. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander friedlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, ich liebe den Herbst. Die kühlen, jetzt schon frostigen Morgenstunden. Ich lasse mich bezaubern von den Nebelschwaden in den Tälern und an den Bächen. Die prallen Farben des Herbstlaubes. Und dann ab und zu noch ein Obstbaum, ein Apfel, eine Birne. Vor einigen Wochen, als die Bäume noch richtig voll hingen, die Äpfel- und Birnbäume, entdeckte ich komische gelbe Bänder an manchen Bäumen. Ich dachte zunächst, vielleicht wurden die noch einmal neu gespritzt und der Verzehr ist einfach schädlich, so vom Baum weg. Oder vielleicht ein ähnlicher Befall wie bei den Eichen, was Allergien auslösen könnte. Aber heutzutage gehe auch ich nicht mehr ohne Handy aus dem Haus und nach wenigen Sekunden hatte ich die Lösung. Ein gelbes Band an einem Obstbaum zeigt, ich darf hier einfach Obst pflücken, ohne fragen zu müssen. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Seid aber untereinander freundlich und herzlich. Da pflanzen Menschen Bäume, hegen sie über Generationen, schneiden sie einmal, zweimal im Jahr, wenn es Not tut, sorgen dafür, dass Bienen in der Nähe sind und dann geben sie einfach so von ihrem Überfluss ab. Menschen sind untereinander freundlich und herzlich.
Mit großem Engagement bemüht sich zurzeit unser Dekanat Hof und auch Menschen im Kirchenkreis um einen Flüchtling. Er lebt seit längerem in Hof. Er fand Anschluss an die evangelische Gemeinde Michaelis. Er wuchs hinein und wurde dort getauft. Er ist richtig angekommen bei uns in Oberfranken. Er ist sogar Kirchenvorsteher geworden. Er lebt und gestaltet seinen Glauben aktiv hier in seiner neuen Heimat. Aber jetzt steht seine Abschiebung bevor. Und vermutlich droht ihm als getauften Moslem im Iran der Tod. Aber es werden Stimmen laut. Der getaufte Flüchtling bekommt Aufmerksamkeit und besondere Aktivität. Die vielen anderen aber, die Nicht-Getauften, die Nicht-Christen, die gehen irgendwie leer aus. Sagt nicht Jesus, wenn ihr zu euren Brüdern freundlich gesinnt seid, was tut ihr Besonderes? Tun das nicht auch die Heiden? Die Frage, wie mit dem Taufwunsch von Flüchtlingen umzugehen sei, bewegt mich seit vielen Jahren. Ist es nicht auch fahrlässig, Menschen, deren Asylantrag auf wackeligen Beinen steht, mit der Taufe in Lebensgefahr zu bringen? Dann, wenn sie irgendwann nach einer ordentlichen Prüfung ihres Verfahrens doch abgeschoben werden müssen? Aber wer darf einem Menschen, der immer weiter in den christlichen Glauben hineingewachsen ist, der hier Heimat gefunden hat, der zu Gott gehören will und das sichtbar machen möchte durch die Taufe, wer dürft ihm das verwehren? Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Ich stehe hier, sprachlos vor dir und seltsamerweise ist es okay. Was ich nicht brauch, ist, dass man mich hört, sondern zu hören, was du mir sagst. Das, was ich brauch, ist bei dir zu sein und in der Stille hör ich dein Wort. Deine Heiligkeit, sprich zu mir.
Ich stehe hier sprachlos vor dir und seltsamerweise ist es okay. Bei unserem Konfirmandentreff vor einigen Tagen haben wir auch diesen Epheserbrief Auszug gelesen. Die Kommentare unserer Konfirmandinnen und Konfirmanden haben mich total überrascht. Ich ging davon aus, dass sie das Ganze als weltfremd, als überhaupt nicht realisierbar abtun würden. Aber ganz im Gegenteil. Die Jugendlichen benannten, wie übrigens sonst auch immer, klar und deutlich ihre eigene Position. Und keine und keiner hat sich an dieser langen Liste von Ermahnungen gestoßen. Ihre Kommentare hören Sie jetzt. Das ist gut so. Dem ist nichts hinzuzufügen. Jeder kann sich bessern. Jede findet irgendwann ihre Stärken. Der Text ist schön und friedlich. Man soll nicht immer gleich aus einer Mücke einen ganzen Elefanten machen. Man soll die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Als ich nach unserem Treffen die Texte gelesen habe, dachte ich mir, wir haben ein Gespür, einen siebten Sinn für die alten Tugenden. Die Jugendlichen haben verstanden, was christliches Miteinander bedeutet. Anscheinend sprechen die Worte des Epheserbriefes ganz tief aus der menschlichen Seele. Es wird ja einfach nur benannt, was notwendig ist. Im Miteinander. Und was jede und jeder dazu beitragen kann, das eigene Leben und das Zusammenleben mit den anderen gut zu gestalten. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Nicht die Früchte machen den Baum, sondern der gute Baum schafft etwas Gutes. Und den Baum selbst, also uns, umsorgt und umhegt Gott. Wir sind von Gott gewollt, von Gott beschenkt und von Gott umhegt. Und unsere Früchte sind da. Wir brauchen sie nur anzusehen. Genießen wir sie und teilen sie verschwenderisch aus. Weil Gott mir vertraut. Weil Gott weiß, das, was in uns steckt. Und weil Gott uns in Verantwortung für seine Welt nimmt. Sie erinnern sich, als es noch etwas wärmer war im Juli, war Reau bundesweit Corona-Hotspot. Eine rumänische Großfamilie, Angehörige der Roma, waren über Nacht in Quarantäne. Und es war auf einmal so, als ob einige Menschen in Reau gelbe Bänder trugen. Sie machten sich auf den Weg und versorgten die Menschen zu Hause. Sie brachten ihnen das Notwendigste, was sie brauchten, um einfach in den vier Wänden leben zu können. Die Roma-Familien, die vorher kaum Kontakt mit uns anderen Reauern hatten, wurden in guter nachbarschaftlicher Art und Weise versorgt. Gute Früchte mitten in unserer Stadt. Sie werden geteilt und vielleicht bringen sie auch neue Früchte, die dem Zusammenleben mit den neuen und immer noch irgendwie fremd wirkenden Mitbürgern neue Nahrung geben. Jeden Tag nach dem Aufstehen gibt mir Gott dazu eine neue Chance. Gedanklich stelle ich mir vor, dass Christinnen und Christen wie die Bäume mit den gelben Bändern immer öfter sichtbar werden, ansprechbar, dass man einfach gute Früchte erwarten darf und sie genießen kann. Hat ja keiner gesagt, dass Christsein leicht ist. Aber wie gesagt, jeden Morgen nach dem Aufstehen schenkt mir Gott eine neue Chance. Und vielleicht sollte ich mir dieses gelbe Band einfach an meinen Spiegel hängen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.
Ständig kämpfe ich mit Stimmen, die mir sagen, ich bin schlecht. Ständig dieser Vorwurf, der mir sagt, ich werde euch nicht gerecht. Leben ist doch mehr als alle Hochs und Tiefs. Was ist der Sinn? Ich versuch mich zu erinnern und zu wissen, wer ich bin. Wow. Gott sagt, ich bin stark, auch wenn ich es nicht spür. Und ich bin geliebt, auch wenn ich es nicht fühl. Gott sagt, er ist da, wenn ich alleine bin. Ich hab keine Angst, denn ich vertraue auf ihn. Das Einzige, was jetzt noch zählt, ist das, was Gott nun von mir denkt. Ich mich selbst und auch den Wert, den er mir schenkt. Gott sagt, ich bin stark, auch wenn ich es nicht spür. Und ich bin geliebt, auch wenn ich es nicht fühl. Gott sagt, er ist da, wenn ich alleine bin. Ich hab keine Angst, ich vertraue auf ihn. Ja, ich vertraue. Ja, ja, ich vertraue. Ja, ja, ich vertraue. Ja, auf sein Wort. All mein Leben, alles, was ich hab, lege ich jetzt vor ihm hin. Lasst uns beten. Heile du uns, Herr, so sind wir geheilt. Hilf du uns, so ist uns geholfen. Im Vertrauen auf dich bitten wir für uns und unsere Welt, schenke uns Heil und Heilung. Wo Unwissenheit, Selbstliebe und Gleichgültigkeit lebendige Gemeinschaften zerbrochen haben, schenke du Heil und Heilung. Wo Hunger und Armut, Krankheit und Tod das Leben zur unerträglichen Last gemacht haben, schenke du Heil und Heilung. Wo Ungerechtigkeit und Unterdrückung
ganzen Völkern den Lebensmut genommen haben, schenke du Heil und Heilung. Wo Misstrauen und Hass, Streit und Krieg deine Güte in Frage gestellt haben, schenke du Heil und Heilung. Du kennst uns Menschen und weißt, was wir brauchen. Begleite uns mit deiner Liebe und Güte und lass uns einst auf ewig bei dir geborgen sein. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Mit seinen Worten lasst uns nun gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun in diese Tage mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Amen.